bin sehr, sehr froh, dass so viele gekommen sind. Trotz des guten Wetters, aber da können wir nichts für. Haben wir keine Chance, das heute Abend noch zu ändern. Bis gestern Abend war es so warm gewesen, aber wir hören heute. Konzert wieder sein und Musik sein im Juni und Juli und danach kann dann den ganzen Sommer über August, September, Oktober auch die Wasserspiele da sein, Licht da sein und heute werden wir das erste Mal erleben und da bin ich ganz gespannt, ob es soll automatisch gehen. Automatisch soll mit dem Dämmerungsschalter um 20.15 Uhr ungefähr die Bodenstrahle angehen und damit dann auch das Licht sozusagen, was den Domplatz umrahmen soll und die Bäume anleuchten soll, das erste Mal heute Abend für Sie sichtbar sein. Wir haben die 7 Module jetzt fertig. Das ist auch mal eine Zahl, die kann man sich irgendwo merken. Wir haben ungefähr in den 4 Jahren gemeinsam mit dem Land, die uns gefördert haben aus dem Denkmalschutztitel, ungefähr 3,7 Millionen Euro ausgegeben, um den Platz zu gestalten. Das meiste liegt unter der Erde. Da stehen wir jetzt drauf. Und dieser Platz wird jetzt, wie der Platz schon lange, Jahrhunderte aus, durchhalten, denn es ist wirklich gute Arbeit geleistet worden. Ich möchte mich auch bei der Planerin bedanken, Frau Süßmann, bei den Firmen, die gearbeitet haben. Und die hatten dieses Jahr Glück, dass das der Winter eigentlich darüber im Januar, Februar und März bauen konnten. Und können jetzt heute Abend das alles für Sie in Betrieb nehmen. Ich glaube, es war eine gute Idee, das zu machen. Und wenn die eine Frage noch steht, die immer ja diskutiert worden ist, wie geht es mit den Bäumen weiter? Erstmal gar nicht. Bis zum Herbst 2015 bleibt alles so, wie es jetzt ist und dann entscheiden wir weiter. Bis dahin passiert ja erstmal mit Bäumen gar nichts weiter. Und dann müssen wir eine sinnvolle Entscheidung treffen, was die beste Lösung ist für den Platz nachher. Wir haben ja, wie Sie sehen können, die Bäume erstmal mitten im Winter. Wir werden das weiterhin tun, damit auch die historischen Gebäude sichtbar, das ist ja das Ziel, sichtbar sein sollen, so wie es einmal geplant und gebaut worden ist. In diesem Sinne wünschen wir uns jetzt noch ein paar Minuten ohne großen Regen, dass wir auch noch erleben können, wenn das Licht angeht. Und dann sollten wir uns im Sommer abends, wenn kein Wind ist, wenn die Sonne scheint, hier aufhalten, einfach den Platz und die Stadt genießen und darauf warten, dass es weitergeht. Das Hotel wird im Oktober fertig sein. Da werden auch Plätze auf dem Domplatz sein, wo man sich hinsetzen kann. Wir werden hier drüben das ehemalige Reichsbankgebäude sanieren. Da kommt das Dommuseum rein. Und dahinter, die Gebäude werden jetzt demnächst abgerissen. Die ersten haben schon angefangen. Wird ein völlig neues Areal gebaut, wo man wohnen kann, mitten in der City, dass auch die gesamte Stadt damit weiter aufgewertet wird und wir Schritt für Schritt uns zu einer Stadt entwickeln, die man als eine, das kann ich ruhig sagen, heute Metropole bezeichnen kann und wir als Magdeburg damit unsere Stadt weiterentwickeln, lebenswerter machen und auch schöner machen, damit auch noch mehr Touristen herkommen können und sich hier bei uns gemeinsam mit uns in Magdeburg wohlfühlen können. Herzlichen Dank, wir kommen heute Abend und genießen Sie jetzt einfach in wenigen Minuten das Angehen des Lichtes. Jetzt gibt es nochmal Musik und dann spricht der Minister noch einige Worte. Wir müssen doch ihre Geräte wieder vom Wasser befreien.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Mitglieder des Stadtrates, liebe Abgeordnete des Landtages von Sachsen-Anhalt, aber vor allen Dingen liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, ich bedanke mich für die Einladung, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Ich bin gerne hierher gekommen und Herr Oberbürgermeister, der Dämmerungsschalter funktioniert. Wir können uns überzeugen, die im Pflaster eingelassenen Wohnleuchten, die leuchten schon. Ich denke mal, ein gutes Zeichen für den heutigen Abend. Und wer sich heute über das Wetter beschweren sollte, genau vor einem Jahr am heutigen Tage waren minus 4 Grad und wir hätten die Wasserspiele hier gar nicht erleben können. Und ich denke mal, seien wir alle zufrieden. Für das Wetter sind sie alle nicht zuständig, aber bei schönem Wetter können wir dem Oberbürgermeister Danke sagen. Heute laden wir mal die Schuld bei Petrus ab. So muss es auch mal sein. Liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger, ich denke, der Stadtrat und der Oberbürgermeister haben eine kluge Entscheidung getroffen, hier mit Mitteln aus unserem Hause diesen Domplatz so schön herzurichten, dass sich die Menschen hier in Magdeburg, aber auch insbesondere die Menschen, die hier diese Stadt besuchen, daran erfreuen können. Es ist ein wunderschönes Ensemble hinter uns, der Dom, den viele besuchen. Dann gehen sie zum Hundertwasserhaus und sie werden abends in der Dämmerung die schönen Beleuchtungen hier, die Wasserspiele genießen können. Das ist ein gutes Zeichen für die Stadt und wir freuen uns alle, wenn sich die Städte und auch unsere Gemeinden in den letzten 20 Jahren so positiv entwickelt haben, wie wir es heute erleben können. An so einem Tag der Freude hat der Oberbürgermeister schon vielen gedankt, aber ich danke insbesondere den Menschen auch noch, die das hier geschaffen haben, aber insbesondere auch den Magdeburgern, die viel Geduld hier an den Tag gelegt haben und haben in den letzten Monaten und Jahren in mehreren Bauabschnitten verfolgen können, dass der Platz so schön gestaltet worden ist und wir ihn heute offiziell übergeben können. Freuen wir uns an dieser neuen schönen Anlage. Sorgen wir alle gemeinsam dafür, dass hier kein Vandalismus stattfinden wird und ich denke mal, diese schöne Anlage hat es auch verdient, von allen Menschen gepflegt und geachtet zu werden. In diesem Sinne, alles Gute für den Domplatz, alles Gute für die schönen Wasserspiele und die Beleuchtung funktioniert. Dankeschön. Ich will noch eine ganz kleine Kleinigkeit hinterher schicken, weil ich gerade einen Mann gesehen habe, der steht hier vorne, Herr Seibert von der Volksbank. Die Wasserspiele kosten ja im Betrieb Geld. Das bezahlt die Volksbank für die nächsten 3 Jahre. Herzlichen Dank.
Und seine drei Sachen lassen wir Thank you.